Mein Name ist Dieter Scholz. Ich bin Professor hier an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und vertrete die Fächer Flugzeugentwurf, Flugmechanik mit Flugdynamik und Flugerprobung sogar und die Flugzeugsysteme. Hier geht es jetzt um Flugzeugentwurf. Die Materialien zur OER sind auf Englisch und darum sagen wir Aircraft Design. Ja, wie ich dazu gekommen bin. Also als Kind bin ich schon immer am Flughafen gewesen und habe dann irgendwie nach dem Maschinenbaustudium bei Airbus angefangen. Und nicht zuletzt, weil es da eine Motorfluggruppe gibt und man das Fliegen lernen kann. Und das Fliegen, da geht natürlich eine Faszination davon aus. Und ich glaube, das ist auch sowas Archaisches, nicht? Also wir haben irgendwie hier auf unserer Erde den Boden, die Erde, das Wasser und die Luft. Und als Menschen sind wir auf der Erde. Wir können auch mit Wasser irgendwie umgehen, aber mit der Luft nicht. Und da war es doch seit Menschengedenken irgendwie immer der Traum, so wie die Vögel, auch dieses Element Luft zu beherrschen. Und da geht die Faszination von aus. Und da leben wir eigentlich heute immer noch von dieser archaischen Faszination des Fliegens. Aircraft Design oder Flugzeugentwurf, da geht es darum, aus den Anforderungen, die an das Flugzeug gestellt werden, überhaupt erstmal die erste Vorstellung vom Flugzeug zu machen. Wir beschäftigen uns ja mit zivilen Passagierflugzeugen und die Entwurfsaufgabe ist erstmal ganz einfach. Da geht es darum, wie viele Passagiere möchte ich über welche Strecke transportieren und wie sieht das Flugzeug aus. Das Flugzeug wird dann dargestellt in einer Drei-Seiten-Ansicht mit eine Reihe von Parametern und dann haben wir das Ziel erstmal erreicht. Dann wissen wir schon mal, wie es aussieht und dann geht es in weitere Fachdisziplinen, die das, was der Aircraft, was Flugzeugentwurf dann geschaffen hat, dann weiter zu analysieren. Also wir reden ja immer über Globalisierung, nicht? Wir wachsen zusammen, wir vernetzen uns immer mehr auf der Welt und auch wenn viel übers Internet an Kommunikation läuft, so besteht natürlich nach wie vor der Bedarf, sich auch zu besuchen. Das heißt, Menschen wollen von A nach B reisen und insbesondere natürlich auch der Warentransport, nicht? Von daher hat das eine ganz große Relevanz, das Thema Transport und Lufttransport, denn wenn wir über die Kontinente uns bewegen wollen, dann dauert es mit dem Schiff einfach zu lange und da ist eigentlich das Flugzeug die einzige Möglichkeit, wie man das sinnvoll gestalten kann. Ja, einfach generell kann man erst nochmal sagen, dass früher ging es darum, höher, schneller, weiter. Der Flugzeugentwurf, das Flugzeug selber als Gerät ist ja sehr weit ausgereift schon heutzutage. Und da haben sich dann auch die Zielsetzungen geändert. Also heute geht es natürlich ganz stark um Ökonomie, preiswert fliegen, Ökologie, Kraftstoff sparen und natürlich auch Bequemlichkeit für den Passagier. Und wenn es jetzt konkret um den Flugzeugentwurf geht, wie geht man da vor? Wir haben die Anforderungen, wie ich schon sagte, Anzahl der Passagiere und Strecke. Und dann gibt es weitere Anforderungen auch durch die Zulassungsbehörden. Und aus diesen Anforderungen wird dann ein Flugzeug gemacht. Und da kann man erstmal sagen, was gut aussieht, das fliegt auch gut. Ja, man kann erstmal sagen, dass der Flugzeugentwurf sich in zwei große Bereiche gliedert. Wir haben erstmal die Dimensionierung, Preliminary Sizing, wie wir das nennen. Und da geht es darum, aus den Anforderungen erstmal so die ersten 5, 10 Parameter zu machen. Als da sind Flügelfläche, Schub, maximale Abflugmasse des Flugzeugs, damit man überhaupt erstmal sieht, wie groß muss das Flugzeug sein, um diese Transportaufgabe zu erfüllen. Nachdem man diese Eckwerte gefunden hat, dann geht es in die einzelnen Hauptbaugruppen oder Conceptual Design und da schaut man dann an, wie man den Rumpf, die Flügel, die Leitwerke dann mit mehr Parametern bestückt. Yeah.
ja, ich versuche es. Ich denke, wir schaffen das, das rüberzubringen. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Auf der einen Seite muss man sagen, Flugzeugentwurf, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Nachdem man sich durch die Mathematik und so weiter durchgekämpft hat und auch Grundlagenfächer des Flugzeugbaus, da steht dann am Ende der Flugzeugentwurf, wo jetzt alles zusammenkommt und jetzt will man wirklich ein Flugzeug beschreiben, so dass die Bauunterlagen grob vorliegen, dass es praktisch gebaut werden könnte. Das klingt jetzt erstmal kompliziert. Aber andererseits muss man sagen, um das zu bewerkstelligen, muss man auch viel Erfahrung einfach nutzen. Da sind Daumenformeln, Statistiken gefragt und die Mathematik ist dann gar nicht mehr so schwer. Da haben wir dann die Grundrechenarten, die da im Wesentlichen schon ausreichen und über die OER wird dann der Lernende Schritt für Schritt daran geführt. Also klassischerweise haben wir natürlich als erstes mal die Studenten, die Flugzeugbaustudenten oder auch in angrenzenden Disziplinen Maschinenbauer, die sich für dieses Thema interessieren. Dann haben wir gerade beim Thema Flugzeug auch die interessierten Laien, die eben gespeist werden von dieser Faszination des Fliegens und sich hier weiterbilden möchten. Und dann haben wir sicherlich auch die Profis in der Industrie, jetzt vielleicht nicht gerade aus der Fachabteilung. Man muss ja so sehen, dass heutzutage so viele Details von den Experten beherrscht werden müssen, dass jeder ja nur auf einem kleinen Bereich arbeitet. Und der Flugzeugentwurf, der fasst das alles zusammen. Und wenn jemand jetzt an seinem Beruf Interesse hat, dann kommt er eigentlich dann irgendwann zu dieser Fragestellung, wie kommt das Flugzeug eigentlich dann zusammen? Und auch wenn er in dem Bereich jetzt nicht selber arbeitet, nicht in der Abteilung, dann ist das auch für den Profi interessant, gerade an der Stelle ein bisschen zu erfahren, weil man dort dann auch wirklich sieht, wie die Parameter zusammenspielen und auch wo das Optimum ist. Und man stellt auch fest, dass man sein Abteilungsegoismen-Denken vielleicht mal etwas zurückstellen muss, weil es ja darum geht, das Gesamtoptimum zu finden. Und das ist eigentlich das, was den Flugzeugentwurf interessant macht, dass es eine Disziplin ist, die jeder eigentlich ein Stück weit verstehen sollte, um dann bereit zu sein, das Gesamtoptimum für das Flugzeug zu erzeugen. Am Ende kann der ein Flugzeug entwerfen, nicht? Ob man es glaubt oder nicht, das kommt dabei raus. Also wie ich schon sagte, aufbauend auf den Anforderungen an das Flugzeug, Nutzlast, Reichweite, Vorschriften aus der Zulassung, wird das Flugzeug Schritt für Schritt aufgebaut. Wir haben hier jetzt nicht die formale Optimierung drin, aber mit gewissen Heuristiken wird der Lernende Schritt für Schritt rangeführt, so dass dann zunächst erstmal ein traditionell aussehendes Flugzeug mit den Parametern so zusammengestellt wird, dass man sagen kann, dass es dann fliegt. Ja? Und das ist doch schon mal was, ne? Also Flugzeugentwurf, Aircraft Design, das fasziniert mich selber natürlich. Und wenn ich dadurch, dass ich die Materialien zur Verfügung stelle, diese OER bereitstelle, dann Leute erreiche und ein bisschen von dieser Faszination überspringt, vielleicht auch jemand mal eine E-Mail schreibt, ja, wer ins Gespräch kommt, dann habe ich das erreicht, was ich mir vorstelle.